Lass uns schauen, Herr, deine Huld und schenke uns dein Heil. Christus sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen, und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Die Menschen werden vor Angst vergehen, in der Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn in einer Wolke kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn dies beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Nehmt euch in Acht, dass Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Alltags euer Herz nicht beschweren und dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht wie eine Falle. Denn er wird über alle Bewohner der ganzen Erde hereinbrechen. Wacht und betet alle Zeit, damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohn hintreten könnt. Evangelium Jesu Christi. Lob sei dir, Christus. Halleluja, Halleluja. Wie kommt die Kirche dazu, ausgerechnet heute, am Anfang eines neuen Kirchenjahr, das Evangelium zu wählen, in dem Jesus vom Weltuntergang ritt, wo die Sonne, Mond und Stern als Zeichen sichtbar werden, Menschen ratlos sind über das Toben und Donnern vor dem Meer und vor Angst vergönnt. In banger Erwartung von dem, wo über die Erde kommen wird, wenn die Kräfte vom Himmel erschüttert werden. Am Anfang vom Kirchenjahr erwartet mir doch eine aufmunternde Botschaft. Wer käme denn in einer Firma auf die Idee, am Anfang vom neuen Geschäftsjahr vom Untergang zu reden? Aber wenn wir auf den Text genau hören, dann geht es Jesus nicht um den Untergang, sondern dass der prophezeite Umbruch, ein Neuaufbruch eröffnet. Der Anlass für die Rede von Jesus war ja, dass Leute den grossen, wunderbaren Tempel bestaunt haben. Vielleicht können wir uns vorstellen, dass Leute die wunderbar renovierte Kirche von Bellach bewundert. Und Jesus stöhnt dabei. Und er würde sagen, ja, ihr habt die Kirche wunderbar renoviert, aber bleibt mit eurem Blick und Gedanken nicht an den schönen Mauern, an der Verstärkeranlage und den Verzierungen vom Gotteshaus hängen. Denn irgendwann kann es geschehen, dass der Bau zerfällt. Denn schaut, dass euer Glaube nicht unter den Trümmern begraben wird, sondern erhebt eure Köpfe. Wagt in der Katastrophe den aufrechten Gang. Geht mit erhobenem Haupt einem Menschensohn entgegen, wo auch gerade dann nahe ist, wenn alles zusammenbricht. Der Evangelist Lukas war ja Arzt. Im heutigen Evangelium stellt der Lukas die Ankündigung von Jesus wie eine Diagnose dar. Es wird eine grosse Not kommen. Naturgewalten geraten aus den Fugen, sogar Kräfte vom Himmel werden erschüttert und Völker werden sich gegen Völker erheben. Und
Dann aber die frohe Botschaft, wenn das anfängt, dann freue dich. Richtet euch auf, denn eure Erlösung ist nahe. Jesus sagt damit, lasst euch nicht von der Angst um die irdischen Dinge und um euer Leben beherrschen. Was immer auch geschehen mag, ich werde nicht unter den Trümmern begraben. Ich komme auf die Wolken vom Himmel. Über allem werde ich sein. Ja, ich komme, um euch zu erlösen, aus aller Bedrängnis. Auch wenn die ganze Welt zusammenbricht, für euch ist es nicht das Ende, sondern ein Neuanfang. Lasst euch also nicht von den Sorgen vom Alltag verwirren, sondern bleibt wachsam, bleibt bettend mit mir verbunden, damit ihr in Zuversicht und Freude könnt erwarten, dass ich komme. Ist das nicht gerade in unserer Zeit eine frohe Botschaft, wo wir notwendig brauchen? Wir könnten die Zeichen von der Endzeit der Pöns persönliche dunkle Vorzeichen vom Leben ergänzen, wo wir heute mit vielleicht in das Gebet gebracht haben, in das Haus. Wenn sich Hoffnungen zerschlagen haben, wenn mich eine Angst nicht will loslassen, um einen kranken Angehörigen, um meine Gesundheit oder meine berufliche Zukunft. Oder dass Weihnachten in diesem Jahr ärmer sein wird, weil mir vielleicht ein Mensch fehlt. Oder die Frage, wie lange denn noch in Anbetracht von der anhaltenden Corona-Epidemie? Aber wie können wir denn in unserer praktischen Situation Erlösung erfahren? Jesus fordert uns nicht auf, Angst loszulassen. Vielmehr sollen wir den Kopf hochheben und nach oben schauen. Von oben kommt die grosse Kraft und Herrlichkeit vom Menschensohn auf uns zu, wie es im Bibeltext heißt. Christus kommt nicht erst am Ende der Welt. Er kommt bereits jetzt, heute, in jedem Augenblick. Wenn wir auf ihn schauen, dürfen wir ihn als den Befreier erleben. Aber wir müssen wachen und beten. Und uns auftun für das Wirken von Jesus an uns, damit er uns verwandeln kann. Wachen heisst, in dem Augenblick leben. In dem wir gerade im Jetzt leben, werden wir nicht mehr bestimmt von unseren Ereignissen und Sorgen um unser Leben, unseren Lebensunterhalt. Im Augenblick sein heisst, gegenwärtig vor dem gegenwärtigen Gott leben. Und in dieser reinen Gegenwart werde ich mir innerlich frei. Da sind wir ganz auf den gerichtet, der uns befreit. Und dann können wir uns auch freuen an unserer renovierten Kirche, Bellach. Nicht nur, weil man wieder besser vor dem Regen geschützt ist und es nicht mehr reinregnet, sondern weil sie damit auch einladender werden möge. Das äußere Erscheinungsbild von einer Kirche ist wichtig. Wir kennen die Eindrücke, wenn wir auf Reisen sind. Kirchen sind in einem Dorf der Angelpunkt. Fast wie die Hirtin von den Häusern drumherum. Der Ort, wo das Zusammenleben gefeiert wird. Und die Gegenwart Gottes mitten unter uns. Das Erscheinungsbild von einem Haus, besonders auch vom Gotteshaus, sagt viel. Wir treffen vielleicht auf Reisen zerfallende Kirchen an und ziehen dahinter die zerfallende christliche Gemeinschaft. Der Kirchgemeinde Bellach sind wir also dankbar für die Investitionen in die Aussenrenovation. Also, die Aussenansicht ist gerettet und die Innenrenovation. Ich meine jetzt nicht neue Bänke und da im Chor Raum.
treten in Advent ein. Sind nicht die Kirchenmauern um uns da jetzt im Dur-Advent, im Warten auf die kommen und die in diesen Räumen regelmässig zusammenkommen, wie ihr jetzt, sind auch in einem Dur-Advent. Natürlich, dass Christus in unserer Mitte kommt, aber auch, dass wir noch genügend Christen zusammenkommen, damit Christus überhaupt eine Mitte findet. Sonst könntet ihr später sagen, außen fix und innen nichts. Darum wollen wir heute die Kirche segnen und sie erneut Gott weihen. Und dabei auch beten, dass Gott Menschen berühren möge und für sie seinen Plan begeistert. Dass sie im Glauben an Christus mitwirken, die Evolution der Menschheit zu Frieden und Gerechtigkeit mitzutragen. Und darum geht es doch überhaupt. Ich bin davon überzeugt, es gibt letztlich keinen anderen Weg zum Frieden und zu der Gerechtigkeit unserer Menschheit als der Weg von Jesus Christus. Und dazu sind alle Menschen von dieser Erde berufen. Denn alle Menschen tragen das Bild von der heilen Welt, vom Reich Gottes, das Bild von Christus in sich. So gesehen heisst Advent, das Bild von Christus in uns zu neuem Leben erwecken. Wir dürfen die Eucharistie feiern, um ihn aufzunehmen aufs Neue, dass er in uns lebt. Aber vorher, wenn wir jetzt die renovierte Kirche segnen und erneut Gott übergeben.